Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Schmeiß den Kugelschreiber über den Tisch. Oh, ich weiß nicht, oder Let's Play gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich rede. Fängt auf jeden Fall gut an. So. Wir sind als letztes in diesem super tollen Raum stehen geblieben. So, erstmal neu auf das Ding stellen. Okay. War ja gar nicht so schlimm. Muss auch nur einen rüberbringen. Das ist ja richtig fair. Was ist das denn? Aber ja, da oben ist auch die Tür, für die wir den Schlüssel geholt haben. Das ist schon mal gut, dass wir es richtig in der richtigen Reihenfolge gemacht haben. Startfrust spart Frust und Zeit. No. Okay, die sind nicht so schlimm. Die kann man nämlich one-shotten. Gibt es die eigentlich noch irgendwo anders in dem Spiel? Oder gibt es die jetzt bloß hier, weil der die spawnt? Und wieso eigentlich Leichen, die Dinger produzieren? Huch. Warum? Warum? Wozu vier Fackeln? Wozu vier Fackeln? Ha? Ich nehme mal eine mit. Nee, Moment, ich mal. Okay, da ist... Merkwürdig. Oh. Das passt ja gut. Es kommt auf mich zu. Was muss ich treffen? Ist das richtig? Ich weiß nicht, ob ich das so treffen muss. Au. Alles von dem Ding macht mir Schaden. Wie wär's denn mit ein paar Bomben? Bumm. Macht keinen Schaden, okay. No, es ist nicht das Gesicht. Also er leuchtet zumindest auf. Was ist das denn? Nein. Und er schießt auch noch. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, er hat mich perfekt gewinkelt. Okay, ich weiß nicht, was rauskommt, aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Ganz ehrlich. Feuer! Oh, das hat funktioniert. Ich gehe mal auf den normalen Potion. Ja, das hat sich ja... Hä? Warte, was? Hätte ich... Moment, was? Was passiert hier? Bumm! Oh, da macht doch Schaden. Au! Normalerweise muss man dann ja die Teile nochmal treffen, um... Das geht aber nicht. Ach, und dann ist der Kopf verwundbar. Ach, so ist das dann hier. Okay. Fliegen! Bienen! Wie in Dark Souls 3! Ich würde lieber den Angriff aufladen und dann treffen. Ich schätze mal, das macht mehr Schaden. Ach, der läuft dann vor mir weg. Nein, er ist einfach nur ein Arschloch. Okay. Einfach ein Giga-Ass. Ein Giga-Asshole. Wie kann man nur so ein Asshole sein? Okay. Jetzt sind die wieder... Okay, ich verstehe nicht genau, warum ich jetzt nur einmal treffen muss und vorhin mehrmals. Aber na gut. Soll von mir aus so sein. Oh. Bist du nervig. Ich finde ihn nicht nervig, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Oh oh. Ehrlich gesagt geht das schnell, wenn ich die Bienen einfach kill. Oder Mücken oder Moskitos oder was das sein soll. Treffer? Ah, der bleibt stehen, wenn man ihn trifft. Dann hat man noch Zeit wegzurennen. Oh! Oh! Das war knapp. Okay, macht sich wieder das Rock Solid. Metal Gear Solid. Da habe ich auch überlegt, ob ich das spiele. Das Problem ist, eins der Spiele ist für die PS3 only und... Ich habe zwar eine Capture Card, aber die ist halt scheiße. Und dann ist da Soundstutter drin und das ist nicht so geil. Und da die PS5 leider nicht abwärtskompatibel ist, genauso wie die PS4, kann ich das nicht aufnehmen. Das ist ein bisschen doof. Für die PS4 gibt es ja ein Tool von Sony direkt. Oh, ich sterbe. Gibt es ein Tool von Sony? Wisst ihr was, wir machen das anders. Welches dir erlaubt,
am PC zu spielen und aufzunehmen. Mit einem kleinen Delay halt, aber das wäre für mich nicht so schlimm. Aber das hat die PS3, soweit ich weiß, leider nicht. Das ist schade. Kann er mal stehen bleiben jetzt? Ich würde ihn nämlich echt gerne vermöbeln. Oh, der ist so schnell wie ich. Ich krieg dich! Oh mein Gott, er zieht Kreise. Geh raus aus mir! Zack. Zack. Ich find's aber cool, dass so einige Gegner, einige Bosse Monster spawnen, damit man HP farmen kann während dem Fight. Das ist zwar dann mega lame, aber wenigstens geht's. Ach, shit. Nein. Die Gier. Ah. Komm schon. Laufen, laufen, laufen. Oh, oh, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Okay, er will mich aber nicht. Stimmt doch mal. So, also wir sind jetzt in diese Höhle des Magiskar gegangen, weil uns gesagt wurde, wir sollen da nicht reingehen. War das ein eindeutiges Indiz, hier reinzugehen, ja? Logisch, Videospiellogik und so, ne? Warum wir hier sind und warum jetzt hier dieses Dämonen-Tausendfüßler-Ding ist, weiß ich nicht. Tausendfüßler haben irgendwie was sehr Wichtiges mit der japanischen Mythologie oder Kultur zu tun. Wahrscheinlich wegen dem, wie heißt denn das? Wie sagt man denn dazu? Jetzt weiß ich nicht, wie das Wort heißt. Eben der Verwandlung oder so. Ich hab doch keine Ahnung. Weil da müsste ja eigentlich die Raupe sein. Oder? Ich hab doch... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir schon öfter aufgefallen, dass es Tausendfüßler... dass Tausendfüßler gerne verwendet werden in japanischen Videospielen und Animes. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil sie sau eklig sind. Wer weiß. Treffer? Ohne uns treffen zu lassen, das ist schön. Das nehme ich sehr gerne. Drop mal was zum Heilen. Nope, okay. Oh mein Gott, das war ja gut gespielt. Okay. Bonk, 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 bonk. Bonk. So, so. Bleib stehen! Bleib stehen! Ich kriege dich! Ah, okay. Oh boy. Gut, dass dieser Zelda-Ton aufploppt, wenn man Schaden kriegt. Also, wenn man vor dem Sterben ist. Ah! Oh, der Ball! Bitte nicht zu mir. Nice, danke. Sterben Sie. Huh! Ich wäre fast gestorben. Daneben. Bleib stehen! Oh mein Gott, wie viel Leben hat denn der Boss? Der Wasserboss hat auch schon so viel Leben. Und was ist das überhaupt für ein Raum? Hier drüben sind irgendwie Statuen, die diese Steinplattform halten, aber wofür ist denn diese Steinplattform? Außer für den Bossfight an sich. Welche Lore hat denn dieser Raum? Das würde mich interessieren. Wird wahrscheinlich nicht erklärt. Hey! Das sieht gut aus. Aber die Musik hört noch nicht auf. Das heißt, es geht wahrscheinlich gleich nochmal mit dem Kopf weiter. Doch nicht. Cool! Der Leichenwurm wurde besiegt. Der Leichenwurm? Pfui, Spinne. Kriegen wir jetzt noch was? Ja. Okay, danke, Mann. Du bist wahrlich der Erlöser. Nein! Ein Geist! Mensch, Uma! Ich bin Uma Thurman, Königin des Lebens und des Todes und eine der sieben Wächter. Die Murk haben das Wappen bereits gestohlen. Verdammte Murk! Verdammte Affen! Die ganze Affenbande brüllt. Mein Diener hat dich aus Versehen angegriffen. Und du hast das nicht bemerkt, um ihn zurückzurufen? Toll. Bitte entschuldige, wir wollten dir nichts tun. Geh nun, Erlöser. Hole das Wappen und zerstöre Melsas. Du bist die letzte Hoffnung für dieses Land. Ohne dich wird die Menschheit aussterben. Okay, das klingt ja ziemlich dramatisch, dafür, dass wir eigentlich
nur in so einem kleinen Kackdorf sind. Der Windzauber! Das ist cool. Ich mag Liedmagie hier. Leider kann man sie nicht so gut benutzen, weil man immer keine MP hat. Also, ja. Aber wie gesagt, wäre auch ziemlich broken. An diesem Ort versammeln sich die verlorenen Seelen, um auf die Ewigkeit zu warten. Kein Ort für die Lebenden. Ich werde dich zu ihnen zurückbringen. Auf Wiedersehen, Erlöser. Auf Wiedersehen wünscht sie mir den Tod, weil sie ist ja ein Geist und so. Hm. Kommen wir jetzt direkt zurück zum Dorf oder sind wir... Oh, cool. Ich bin wach. Hallo, Alundra. Seit wann bist du zurück? Hm, was könnte dich interessieren? Wahrscheinlich ist jetzt jemand wieder im Albtraum gefangen, oder? Maya hat mir etwas erzählt. Sie meint, sie weiß, warum die Dorfbewohner diese Albträume haben. Oh, das ist gut. Ronan hat statt der Götter eine dunkle Macht angebetet. Oh. Cthulhu? Wenn das stimmt, dann sind wir in großer Gefahr. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, Alundra. Wir treffen uns an der heiligen Stätte. Wir müssen unbedingt mit Ronan darüber reden. Mit Ronan. So ist niemand gestorben, das heißt, wir kriegen eine neue Waffe vom Papa. Und wir haben tatsächlich auch nicht irgendwie einen Feuerstab oder so bekommen, um die... um diese ganzen Wurzeln wegzubrennen. Was mich doch sehr überrascht, weil... Ich meine, das ganze Thema von dem Dungeon war Feuer. Und dass wir dann einen Windzauber bekommen haben, ist auch irgendwie weird. Naja. Soll mir recht sein, was macht er denn? Stufe 1 Windzauberkraft. Erzeugt tödliche Blitze. Das klingt ziemlich geil. So, was müssen wir aufstocken? Wir müssen die Mana-Flasche aufstocken und wir müssen den Kraft-Potion aufstocken und wir müssen Heilkräuter aufstocken. Zumindest mal ein paar. Hi, Dad. Ronan hat zu einem Dämon gebetet. Oh, ich glaube ja viel, Alundra. Aber das, nein. Das kann ich nicht. Ich will einfach nicht. Ich glaube, das ist dem Dämon egal, ob du das willst. Ihr habt das auf jeden Fall getan. Du solltest meinen letzten Traum sehen, Alundra. Nein, warte. Du solltest ihn fühlen. Nimm meine Hand, Alundra. Okay. What the fuck? Du musst Jess bitten. Nein, du musst von Jess verlangen, dass er ein neues Schwert macht. Ich möchte nicht sterben, Alundra. Ich will leben. Am liebsten ewig. Aber das Böse zu besiegen ist wichtiger als Leben. Auch für mich. Coole Statuen. Das ist das heilige Schwert. Ich habe angefangen daran zu arbeiten, kurz nachdem Luthas gestorben ist. Spoiler? What the fuck? Mit dieser Waffe, Alundra, kannst du uns den Frieden zurückbringen. Dann ist Luthas nicht vergebens gestorben. Noch ein Schwert? Wow. Wie kreativ. Waren wir da nicht schon mal? Ah ne, das haben wir schon mal gesehen. Stimmt, wir haben sowas schon mal gesehen. Der sieht anders aus als das letzte Mal. Nun, jetzt ist es passiert. Ich fasse es nicht, dass sie nicht auf mich gehört haben. Dummköpfe, merkt ihr jetzt, wie machtlos ihr seid? Stirb! Okay, das nenne ich mal Foreshadowing. Das ist aber sehr klares Foreshadowing. Du kämpfst gegen die dunkle Macht des Bösen mit großem Risiko für Leib und Leben. Merkwürdigerweise versucht niemand, dich aufzuhalten. Denn du kämpfst für alle. Du fürchtest dich nicht, aber du willst auf jeden Fall siegen. Ich hab furchtbare Angst, ich will nach Hause. Hey, Alundra! Manche von den Erwachsenen sagen, dass du für alles hier verantwortlich bist. Glaube ich aber nicht, ich glaube, dafür bist du viel zu cool.
verlassen. Das ist doch nicht wahr, oder, Luca? Du würdest uns doch nicht verlassen, oder? Das kannst du nicht. Wir brauchen dich. Ohne dich sterben wir alle. Die Kinder wissen, was abgeht. Die sollten mal eine Petition starten. Krieg ich jetzt deine scheiß Rüstung? Oder mal irgendwie eine neue Rüstung insgesamt? Ich habe so viel Geld. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ein Zaubertrank. 30 Gulden. Ja, 30 Gulden. Guck mal, wir haben 1500. 1500. Das ist sau viel. Ah ja, ein Trank. Die beste Wahl für die Abenteurer. Bla, bla, bla. Mikrofon wieder ein bisschen weiter weg tun, dass ich nicht reinsabber. Aber ich hoffe, ich gehe immer davon aus, ich hoffe, dass ich laut genug bin. Ich lasse es jetzt mal so. Sollte eigentlich passen. Wir stocken jetzt mal noch zwei Kräuter auf. Dann müssten wir wieder bei 6 sein. Und selbst wenn nicht, ist nicht so schlimm. Wir haben ja dann immer noch einen Full Heal von dem... Ich glaube, Wunderextrakt heißt's. Der uns ja sogar doppelt heilt, weil wir können ja den einen Magiepunkt zum Heilen aufbrauchen. Dann haben wir einen leeren Magieslot und dann können wir das Wunderextrakt trinken und dann haben wir wieder Magie voll und ihr wisst ja, was ich meine. Ihr seid ja nicht doof. Ich fürchte mich vor dem Einschlafen, weil ich Angst vor einem Albtraum habe. Ich fürchte mich außerhalb des Dorfes Heilkräuter zu suchen, weil ich Angst vor den Monstern habe. Ich bin vor Angst gelähmt, Alunderer, und ich hasse es. Kannst du endlich mal deinen scheiß Job machen und dafür sorgen, dass wir nicht mehr Albträume haben? Ich versuch's zumindest, ja. Ich arbeite dran. Wie die Leute von der Telekom immer sagen, wir arbeiten an dem Problem. Seit sie zurück ist, hatte Sibyl keinen ihrer sonderbaren Träume. Was ist mit ihr passiert, Alundra? Sie hat einen merkwürdigen Ausdruck in ihren Augen. Um ehrlich zu sein, ich habe fast Angst vor ihr. Wieso? Wieso? Was meinst du? Welcher merkwürdige Ausdruck? Du kämpfst gegen die Macht des Bösen mit Risiko für Leib und Leben, merkwürdigerweise bla 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 bla. Das kennen wir schon. Ups. Ich habe L1 gedrückt. Das ist scheinbar auch das Menü. Okay. Das wollte ich nicht. Blumen. Als Scheiß drauf, wir haben so viel Geld. Wir brauchen kein Geld mehr. Jetzt erstmal zumindest. Da können wir mal ein bisschen durchspeeden dafür. So, der ist immer noch besoffen. Ihr könnt alles zum Teufel gehen. Wer von euch? Ja. Hiccup. Okay. Willst du mich töten, Dämon? Um meine Seele zu holen? Warum tötest du, Dämon? Macht es dir Spaß? Soll ich es dir sagen? Willst du es wissen? Wenn das so ist, werde ich dich nicht töten. Okay. Sie ist die gruseligste Person im gesamten Spiel. Ich hab nicht... Aber Melsas ist... Ne, der ist... Ja, der ist böse und der will die Welt vernichten und die Menschheit auslöschen oder so. Keine Ahnung, ist ja egal. Aber sie... Das kleine Mädchen. Die ist gruselig. Und um die mache ich mir auch Sorgen. Und vor allem mache ich mir wegen ihr Sorgen. Nicht, dass die jetzt wirklich am Schluss absticht oder so. Du hast mit Septimus gesprochen. Es ist wirklich wahr. Ronan glaubt, dass er die Götter anbetet, aber er unterliegt einer Täuschung. Er betet genau das Böse an, vor dem uns die Götter retten sollen. Geh, sie selbst. Ronan ist bestimmt in der heiligen Stätte. Oder sollte ich sagen, die unheilige Stätte? Lass mich allein, Alundra. Meine Kraft reicht nicht, dich zu widerlegen. Wow. Was habe ich dir getan? Achso, ja gut, wir haben deine Tochter nicht retten können, aber... Ich meine, ich schätze, sie braucht einen Schuldigen. Hey, Alter, seit Nadja tot ist, hatte ich weder einen Traum noch einen Albtraum. Okay. Wird es jemals wieder so werden wie früher, Alundra? Ich habe schon vergessen, was Frieden bedeutet. Ich meine, ich weiß nicht, ich kenne das hier nur so, also... Für mich ist gerade ziemlich friedlich, just in diesem Moment. Ist ziemlich entspannt gerade. Was, Alundra? Ich bin in Sibyls Traum gestorben. Früher hätte ich das spannend gefunden, jetzt macht es mir Angst. Oh, Entschuldigung. Giles sieht nicht glücklich aus, obwohl du sein Leben gerettet hast. Vielleicht ärgert er sich über sein Benehmen dir gegenüber. Ja, wahrscheinlich. Wird mich auch mega ankotzen, wenn der Typ, den ich hasse, mich rettet. Wird mich richtig sauer machen. Ich hätte ein richtig schlechtes Gewissen, aber ich wäre auch richtig sauer. Hätten die Götter Giles gerettet, wenn du es nicht getan hättest, Alundra? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
Es muss einen Teufel geben. Warum sonst würden diese schrecklichen Dinge passieren? Gute Frage. Nächste Frage. So, wo können wir da noch hin? Wir können mal noch hier rüber zu der Schwester von Giles und Giles natürlich selbst. Wobei Giles wird wahrscheinlich in der Kirche sein. Warum wollen die Götter uns umbringen? Warum werden wir mit dem Tode bestraft? Wahrscheinlich, weil die Götter gerade irgendwo anders was Richtigeres zu tun haben. Falls es die Götter gibt. Jetzt, nachdem du Giles gerettet hast, bist du der Held aller Bauern in der Gegend. Bilde dir nur nichts darauf ein. Das ist, ich hasse dieses Kind so sehr, ne? Ich hasse dieses Kind mit CH. Herr Bürgermeister? Nein. Ronan, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Warum fragst du? Seit du Giles gerettet hast, lobt er dich überall. Eine Zeit lang dachte ich, du bist der Ursprung dieses Übels, Alundra. Aber jetzt weiß ich, dass es nicht stimmt. Du bist kein Teufel. Bravo, Alundra, bravo. Ich glaube, ich spreche den jedes Mal anders, aber ich habe mich jetzt auf diesen Akzent geeinigt oder festgelegt. Wahrscheinlich werde ich ihn das nächste Mal wieder anders sprechen, aber naja. Yay, ein Cent. Okay, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Silitus? Sylphus? Nee. Keine Ahnung, ich vergesse mal, wie er heißt. Ha, Sisyphus? Was heißt er denn? Irgendwas mit S, glaube ich, oder? S? Mit Ös? Mit Ös? Naja. Bevor wir jetzt aber noch in die Kirche gehen, sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Septimus. Genau, so heißt er. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Alundra. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sag noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.